Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Best-of-Box von Akkad. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das Best-of von Akkad. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Kartonbox. Hier oben lesen wir No Return Records präsentiert. ACAZ Akkad. Ansonsten die Box rundum weiß gehalten. Also es ist einfach eine weiße Kartonbox mit einem Aufkleber. Also hier das Ganze angebracht an der Oberseite. Und in den Buchstaben haben wir so einzelne Elemente. Zum Beispiel bei dem Buchstaben C haben wir den Hinterkopf von Akkad. Oder bei dem A haben wir diesen Totenkopf, der an das Cover von Abgrund abzielt. Also hier die bisherige Diskografie oder bisherige Meilensteine, bisherige Releases von Akkad hier in den Buchstaben eingearbeitet. Das Ganze anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums im Bereich Rap, Deutschrap und noch blankweiß. Und das Ganze meines Wissens nur über den No Return Records Shop erhältlich gewesen und auf 150 Stück limitiert. Gut, wir schauen mal hinein, was wir hier vorfinden. Okay, also, so sieht der Karton von innen aus. Relativ schlicht gehalten, das Ganze. Und wir haben hier eine... Mal zu. Wir haben hier ein Plastikbundle, eine Plastikverpackung, in der das ganze Paket Platz findet, also alles an Inhalt hier in dieser Plastikhülle. Wir machen das Ganze mal auf und schauen mal, was sich hier im Detail befindet. Also wir haben einmal, das sind Sticker, riesengroße Sticker, also so große Sticker habe ich glaube ich überhaupt noch nie gesehen. A4, dreimal Akkad, weitere Sticker. Also jede Menge Sticker hier, kommen wir dann im Detail noch dazu. Das Album, Best of Akkad, sogar unterschrieben. Ein T-Shirt und ein Poster. Alles klar. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Das Ganze hier in einer ganz eigenartigen Hülle, also nicht normal eingeschweißt, sondern hier in so einem... Ja, quasi nochmal Beutel, Plastikbeutel drüber. Denn, wir sehen es, das Ganze nicht original verschweißt, denn die CD muss natürlich geöffnet werden, damit hier unterschrieben werden konnte. Also wir haben hier dasselbe, was wir auch schon auf der Box hatten, Akkad, mit dem Zusatz 2004 bis 2014, wie gesagt 10 Jahre. Best of Akkad lesen wir hier, No Return Records präsentiert oben. Und hier wurde mit schwarzem Edding, mit schwarzem Stift unterschrieben. Und zwar nicht auf dem Cover, Gott sei Dank, weil das kann man ja austauschen, sondern auf dem Booklet. Bedeutet, selbst wenn ich die CD mal runterfallen sollte und ihr habt einen Sprung oder irgendwie einen Schaden drinnen, dann könnt ihr natürlich das Booklet in ein neues Cover, in eine neue CD-Hülle umziehen und dann behaltet ihr die Unterschrift. Finde ich gut gemacht. Wir haben auf der Rückseite 23 Tracks, das ist eine Menge, wie es sich für ein Best-of-Album gehört. Und jede Menge Features. Wir haben Features von Gricho Stalker, Nex, nochmals Nex, Kafik, Nex, Nex, Zer, Fleisch, Blech, Beppo, Nex, Kafik, Nex, Herzog, Gricho Stalker. Also, die meisten Features aus dem No Return Records Umfeld. Meine beiden Favoriten sind einmal Track Nummer 19, das Feature mit Herzog, Wir bleiben high, und dann der Track Nummer 21, Welt aus Eis. Das sind meine Favoriten. Hier hinten lesen wir noch Akkad 2004 bis 2014 Best of, NRT, also No Return Records. Dann haben wir hier ein Booklet, relativ ja, dünn gehalten. Booklet wäre jetzt schon fast zu viel gesagt, es ist einfach ein Einleger. Hier die 23 Tracks an der Zahl mit den Infos, wer daran beteiligt war, also wer den Beat produziert hat und wer die Features sind. Und hier auf der Vorderseite, wie besprochen,
die Unterschrift auf diesem Einleger drauf. Akkad hat hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Sehr schön. Gefällt mir. Wenn das Ganze limitiert ist, dass es dann auch noch ein bisschen besonders ist, wenn man hier unterschrieben, dass das Ganze hat. Also finde ich echt eine gelungene Sache. So sieht die CD aus. Schwarz und gelb. Genauso wie das Cover bzw. das Boxcover. Und dann haben wir hinten den Schriftzug mit diesem Warnsymbol, also das ist Biohazard, dieses Symbol für Biowaffen oder generell biologische Kampfstoffe. Wir werden auch noch auf dem T-Shirt vorfinden. Dann haben wir, wie gesagt, jede Menge Sticker. Ich habe es jetzt noch gar nicht durchgezählt. Also wir haben hier die großen Sticker dreimal und das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Also insgesamt 10 Sticker. 3x A4 und 7x die kleineren. Schauen so aus, in weiß-schwarz. Oben lesen wir No Return Records. Dann haben wir hier dieses Kapuzengesicht und dann den Schriftzug darüber, Akkad. Das Ganze im Hochformat. Wie gesagt, 7 Stück an der Zahl. Dann haben wir diesen Sticker hier im A4-Format. Also das dürfte 1:1 der sein, den wir hier auf dem Boxdeckel vorfinden. So sieht das aus. Ja. Also in A4 und im Querformat das Ganze. Riesensticker. Dann haben wir Poster. Jetzt habe ich sogar zwei, wie es ausschaut. Und zwar haben wir einmal das hier, was wir auch schon von den Sticker kennen, allerdings im Hochformat. Auch oben lesen wir wieder No Return Records präsentiert. Akkad mit diesem gelben Rahmen hier drumherum. Und unten lesen wir auch noch Copyright No Return Records. Poster im Hochformat. Und dann haben wir noch ein Poster. Würde mich interessieren, ob das dasselbe ist oder... Jawohl. Also wir haben zweimal dasselbe Poster. Könnt ihr natürlich... Weiß jetzt nicht, ob das so Absicht war, ob vielleicht nur eins da reingehört hätte. Ich habe zwei Poster, weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen Boxkäufern aussieht. Freut mich natürlich, kann man eins aufhängen, eins verschenken, wie auch immer. Man wird einen Verwendungszweck dafür finden. Also, zweimal das Poster im Hochformat. Und dann haben wir als letzten Inhalt der Box noch dieses T-Shirt. Ja, schauen wir mal kurz, was wir hier haben. Wir haben ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brust. Hier wieder dieses Biohazard Logo, ACAZ, Akkad. Und dann haben wir hier noch klein, hoffe man kann es lesen, Copyright No Return Design. Neckprint haben wir keinen. Mein T-Shirt ist ein B&C in der Größe L. B&C exakt 190. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, man konnte sich das T-Shirt in der Größe auswählen. Es gab aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Box bestellt habe, nur noch L. Also normalerweise bestelle ich ja bevorzugt M. Allerdings war das, glaube ich, nicht mehr verfügbar. Deshalb in dieser Ausführung. Was haben wir hier? Wir haben hier 100% Baumwolle und das Ganze hier unten steht Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Akkad-Schriftzug und diesem Biohazard-Symbol. Und hier noch, schwer zu lesen, das Copyright No Return Design. Gefällt mir richtig gut, kann man gut anziehen und werde ich auf jeden Fall mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Wie gesagt, meines Wissens konnte man die Größe frei wählen. Zweimal das Akkad Logo oder das Akkad Poster hier mit dem Schriftzug. Im Hochformat jeweils. Dann dreimal diese riesigen A4 Sticker. Ebenfalls mit dem Akkad Schriftzug. 7-mal diese Sticker hier,
kleiner im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Akaz Original unterschrieben auf dem Einleger, auf dem Booklet. Das alles in dieser wunderbaren Box, Best of von Akaz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Akaz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.